So. Weiter geht's jetzt mit Zelda. Und das Navi nervt. Oh. Es scheint, als sei Prinzessin Naruto irgendwie im Bauch von Lord Yabu Yabu verschwunden. Und jetzt geben wir ihm den Fisch. Da bin ich damals nie drauf gekommen, dass man da einen Fisch hinlegen muss. Ey, nee, jetzt mal im Ernst. Wir denken daran. Oh mein Gott, nein. Spielentwickler. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Okay, warte, warte. Bye. Die ekelhaften. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich mal kurz ins Inventar und rüste mich aus. Die Flasche brauche ich nämlich nicht. So, weiter geht's. So, jetzt kann ich nämlich auch einfach durchrennen. Ah, Moment. Moment. Eine Blubberblase greift dich an. Diese Dinger zerplatzen wie Seifenblasen. Es sind Blubberblasen, jetzt sind Seifenblasen. Da war doch noch auf. Blubberblasen, lol. So rockt, schlage die Steine, die er spuckt, mit seinem Schild zurück. Deinem Schild. Ich komme ohne die Glas. Blubberblasen. Ein Magiekrug. Woher ist eine Blubberblase? Eine seltsame Magie versperrt dir den Zugang. Löse das Rätsel dieses Raumes und du erhältst Zutritt. Moment. Mach da noch was mal wieder zu. Nein. Gott, war das Rätsel schwer. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Ich brauche aber einen Stock für den Zwischenboss. Oh mein Gott, was ist das? Eine Zappelqualle. Sie verteilt Stromschläge. Willst du sie zerstören? Benutze keinen metallischen Gegenstand. Okay, benutze ein Schwert. Geh weg! Geh weg! Weg, das kann schon mal. So. Du willst zu Prinzessin Naruto reden? Damit du nicht ganz unnötig bist. Mhm. Wahr sieht das aus, ey. Mann, wie sieht die denn aus, ey, die olle Fatze, ey. Hey du, wer bist du? Ich bin der notgeile Link. Ich bin Naruto, die Prinzessin der Zoras. Was? Mein Daddy hat dich geschickt, um mich zu retten? Komm, spiele mit mir. Ich würde niemals jemanden um so etwas bitten. Flaschenpost? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Daddy hat Angst um mich. Ist mir total egal. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim. Und du verschwinde. Kapiert? Mhm. Ah! Wie dumm die Olle ist. Okay, warte, wir spielen sie mal nach. Okay, jetzt geh weg. Ah! Link schreibt schon von alleine, finde ich schön. Okay, reden wir doch mal mit dir. Bist du immer noch hier? Du bist ja schlimmer als eine Klette. Ich bin okay, schon seit ich eine kleine Sora-Prinzessin war, laufe ich hin und wieder in Lord Yabu Yabus Bauch herum, aber... Lord Yabu Yabu ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrisch geladene Quallen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollen Stein, aber das geht mich gar nichts an. Nein. Wo hat dieser Stein gehangen? War es ein Ring? Das sind doch keine Steine gewesen, das ist doch du. Kondome. Du. Du, verschwinde, kapiert? Nein!
Du machst dir echt solche Sorgen um mich? Nö, ich find's so lustig, wie du immer redest. Dann wird dir eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich tragen. Nein! Und übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz, ist mein Ernst. Ich mein's ernst. Achso. Kann ich die Olle hier rumtragen? Komm mal her. Hey, cool, das Ding ist gestorben. Lol. Hab ich auch noch nie hingekriegt. Okay, da sind die da Blubberblasen. Die Blasen bestimmt. Oh, das erste Rätsel. Nee, greif hier nicht an die Eier, da haben wir jetzt keine Zeit dafür. Da hätte ich jetzt, wie heißen die Teile? Dekonüsse, wäre das hier so easy. Da geht man einfach hin, wirft die Nüsse auf den Boden, da kommen diese Manta rauf. Oh nein, scheiße. Navi. Ein Elektromanta zerstört ihn, bevor er dich was stand da? Erreicht. Erreicht, gut. Oh. Habe ich vergessen, sie kaputt zu machen. Mal gucken, vielleicht kriege ich es noch so hin. Müsste eigentlich. Wunderherrlich. Denn ich glaube, hier war eine Fee. Wenn ich mich nicht irre. Jo. Lul. Ja, jetzt ist sie weg, toll. Nur weil ich zu faul bin, um ins Inventar zu gehen. So, jetzt klar, ich da erstmal runter. Was heißt jetzt so faul gehen, um ins Inventar zu gehen? Das dauert ja eine Weile, bis das Inventar kommt. Ja, deswegen. Da so, muss man Geduld haben. Höp! Ich hab keinen Bock mehr, schon mal das Wasser hochzumachen. Nur weiter. Ululul. Ich glaube, das mache ich jetzt immer so bei Zelda. Nehme ich immer in einem Part ein ganzes Dungeon auf und auch die Wege dazwischen. Dann geht das Spiel auch würde ich sagen, geht das Spiel auch ziemlich schnell vorbei. Dann kann ich endlich ein neues Projekt starten. Wie ekelig ich das finde, dass sie ihn dass er sie trägt. Warte mal, ich muss jetzt noch was Lustiges zeigen. Darf ich dazu was sagen? Okay, jetzt ist langsam eklig. Ich würde sagen, ich hab's maßlos übertrieben. Ach, warte mal, ich glaube, da hinten konnte man Nüsse kaufen. Da unten. Wenn ja, ist es gut. Dann hört's auch schon rascheln und pfft machen. Oh, Link, komm, schwimm doch da hinten dran. Es kostet wertvolle Zeit. Zeit ist das Wertvollste, was man hat, ey. Hör mal auf zu rotzen. Hallo. Dekonüsse. Ja, aber sicher kaufe ich welche. Und gib mir noch Herzen. Also ich finde die Preise von denen gar nicht mehr so schlecht. Du zahlst... Ich habe jetzt für 5 Nüsse 20 Rubine. Gut, das ist recht teuer. Aber du kriegst noch 3 Herzen dazu. Normalerweise kostet ein Herz... Was ist das? 10 Rubine. Ja, damit muss ich jetzt hochfahren. Aber erst wenn Prinzessin Rote dabei ist. Rotz mir nicht ins Gesicht. Hat die mir voll ins Gesicht gerotzt. Geht ja gar nicht. Boah, das sind Rubinen, will ich haben. Den krieg ich jetzt aber eh nicht mehr. Ich hoffe, ich krieg das Dungeon noch hin, bevor die Mutti nach Hause kommt. Sonst wäre Epic Fail. So, meine lieben Freunde. Jetzt würde ich sagen, fahren wir erstmal nach oben. Legen die Schnäpfe ab. Heben sie wieder auf. Heben sie wieder auf. Wieder auf. Wie hast du den Part eingeleitet nochmal? Warum? Hallo Deutschland. Nein. Hast du nicht? Nein. Oh. Wow! Wow! Komm auf! Hinterhältig von hinten.
Das ist eine große Zappelqualle. Sie verteilt Stromschläge, willst du sie zerstören, benutze keinen metallischen Gegenstand. Also, dann darfst du deinen Metalldildo nicht benutzen. So, wo muss ich jetzt hin? Oh Gott, nicht noch mehr von denen. Was zum Henker ist das denn? Ein Zangengreifer. Geiferer. Lol. Triff sein verletzliches Schwanz. Ich will doch nie nehmen. Muss ich ihn hin? Was? Rechts, links? Ich laufe einfach nach links. Alter, es bewegt sich, oder? Ja. So, ich lasse die Schnäpfe jetzt einfach mal da. Blaue Schalter bleiben nur unten, wenn man was Schweres drauflegt. Also jetzt zum Beispiel eine dicke Prinzessin. Ich glaube, da bin ich falsch. Da kann ich noch gar nicht hin. Ich brauche erstmal das Item von da. Ja, ich weiß schon. Ja, das, was man bei Zelda Link to the Past so ziemlich... Doch, es kriegt... Ne, als erstes nicht. Als erstes kriegt man die Lampe und dann das sowas Blaues, so, dass man hinwerfen kann und das nochmal zurückkommt. Mhm. Er springt noch drauf. Ja, Schalter. Sieht so aus, als könntest du ihn nicht bestätigen, da du allein zu leicht bist. Buff. Schon geht's runter. Ja, komm mit. Mhm. Irgendwie bin ich gerade total müde, ich weiß auch nicht. Ich probiere jetzt mal noch eine andere Taktik. Oh, das funktioniert auch. Ja, hätte ich jetzt Deko-Nüsse. Hast du doch, oder? Pounds, nein. Da hat dir doch deine doch was verkauft, ach, oder? Ja, stimmt. Oh, Moment. Ist ja alles schön und gut, aber langsam nervt das Inventar. So, na, komm mal raus, mein Freund. Die schießen wir ihn noch mit Nüssen ab. Warum ist das so ein brauner Dunst? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Dennis, was ist das? Oh mein Gott, ich hab Angst. Das Geilste ist, ich hab's damals irgendwie geschafft, in der Kiste, dass die Kiste in mir spawnt. Oh, mein Boomerang! Ja! Mein Boomerang. Ja, schön. Das ist eigentlich das gleiche wie in Zelda Link to the Past. Boah, nein, ey, jetzt kann ich schon wieder ins Inventar. Oh, ja. Langsam nervt. Okay, laufen wir jetzt wieder auf die andere Seite. Wie lange kann man eigentlich mit Camtasia aufnehmen, bis es Ende macht? Ich weiß nicht. Ich auch nicht, deswegen frage ich dich ja. Ich glaube, dass ich sogar Zelda... Sollen wir es in diesem Jahr noch beenden? Schön. Ich weiß nicht. Da wärst du wenigstens erlöst. So, ich geh mal kurz in sieben Tag. So. Beenden wir diesen... Was ist das? Oh Gott. Ich glaub's nicht. Das sieht aus wie ein riesiger... Parasitententakel. Die dünne Stelle ist der schwache Punkt. Benutze eine Distanzwaffe. Okay. Ach. Oh Gott, Moment. Gott, ich Fehler. Ich dachte, ich habe einen Bumerang ausgerüstet. Er schlägt nach mir. Wie das aussieht. Bah, komm her. Vergiss nicht, das ist bloß ein riesiger Parasitententakel. Ein ganz großer Parasitententakel. Ein ganz großer Parasit. So, was kriegen wir jetzt? Ich sag, es ist die Karte.
Das wundert mich, das ist eigentlich das erste Dungeon, in dem du zuerst das Item bekommst und dann erst die Karte. Link benutzt sicherlich schon die Karten, um sich den Arsch abzuputzen, aber das ist eine andere Geschichte. Und die Kompass, naja, da kann man sich frei was ausdenken. Unaufmerksam von dir, ich bin scheiße und so, ja, trag mich, okay. Ach, jetzt ist das zuerst weg. Oh Gott, nicht, nerv nicht. Das rote, schleimige Ding ist fort. Es verschwand, als du den Tentakel zerstört hast. Ob das bei den anderen auch funktioniert? Sicherlich. So, das ist jetzt die lustige Stelle, die ich innerhalb von weniger als ein paar Sekunden habe. Pounce. So. Ging doch recht zügig, muss ich sagen, ne? Was passiert, wenn der Timer abläuft? Habe ich nie getestet. Ich glaube. Doch, ich glaube, du respawnst wieder am Anfang und kriegst Schaden, wenn nicht. So ist es nichts Wildes. Du stirbst zwar in eines qualvollen Todes, aber egal. Ist ja nur Link. Jo. Nee, der Kompass. Nicht zielen, du Homo. Du Hodo führst, du Bodo. Also ich finde das lustig, wenn ich mit Camtasia aufnehme, haben 10 Minuten ca. 500 MB. Das heißt, ich könnte 80 Minuten lang aufnehmen und hätte so viel wie mit Camtasia, mit Fraps 10 Minuten von Zelda. Also es ist echt ein Hammerunterschied, ey. Aber ich finde sogar, dass... Also ich persönlich finde, dass Zelda eine bessere Quali mit Camtasia hat. Finde ich jetzt mal. Ich kann es dir nicht sagen. Töte den riesigen Parasiten-Tentakel. Jo. So. Dann lade ich nachher die Folge hoch. Die kleine. Und die hier dann noch über Nacht. Aber das interessiert die Zuschauer eh nicht. Das kriegen die eh erst nachher mit. Für uns ist jetzt 16 Uhr. Für euch ist jetzt vielleicht sogar schon... Mitternacht? Nein, wie viel Uhr haben wir? Weihnachten. Nein, für euch ist dann wahrscheinlich schon... Donnerstag. Und das heißt, ein Tag vor Weihnachten. Jo. Ach Gott. Link ist... Machen auch gegen Ende des Spiels viel Schaden? Wie meinst du? Ja, dass er gegen einen One-Hit, wenn du ihn abwirfst. Nicht unbedingt. Er wird halt noch später sehr nützlich, weil du ja später noch mit dem kleinen Link in ein großes Dungeon gehst, aber dann später noch. Das dauert noch, es ist nämlich der letzte Tempel. Gut, wobei man sich das eigentlich aussuchen kann, welcher Tempel man am Schluss macht. Ob es jetzt der Wüstentempel ist oder ob es der Schattentempel ist, das ist pupigal. Allerdings musst du, wenn du zuerst den Wüstentempel machen willst, musst du im Schattentempel die Stiefel holen am Anfang. Oh, das ist jetzt ein kleiner Spoiler. Musst du die Dinger holen und kannst dann erst den Wüstentempel fertig machen. So, wo ging's jetzt rein? Scheiße, ich glaube hier. Ja, war richtig. So, dann baller mal die Dinger mal ab. Ich habe nämlich keine Lust, dass Zelda jetzt 30.000 Parts lang wird. Ich weiß jetzt schon, dass ich sowieso planlos durch die Gegend renne im Feuertempel. Ich weiß es, weil der Feuertempel einfach nur scheiße ist, ganz ehrlich. Finde ich sogar den Wassertempel cool. Oh nein! Was? Wassertempel, dauerhaft Wechsel. Du weißt warum. Aber egal. Das wird jetzt lange dauern, weil ich keinen Stock habe. Denn mit einem Stock, so gehe ich jetzt eigentlich ins Inventar, ach egal, mit einem Stock könnte man diesen Gegner jetzt one-hitten, der da kommt. Da ich das Ding nicht habe, wird es ewig lang dauern. Oh, merke für die Zukunft. Stöcker sind wichtig. Richtig. Aber warum? Was ist Naruto? Weil sie scheiße ist und sie hat keine, ja.
Gott sei Dank, endlich, der Stein von meiner Mama. Ich denke mir da jetzt mal was. Du musst lesen. Als ich Jörg Jabu Jabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich schnell heim. Big Fell. Was ist das denn? Ein Oktopus. Sehr hässlich. Ich könnte jetzt schon kotzen, dass es so lange dauern wird. Ich mit dem Stock einfach das einen Schlag drauf. Ich hab doch. Ja, brauchst einfach nur einmal im Stock die Sprungattacke, dann ist der instant down. Lol. Ja, da ich jetzt aber keinen Stock habe, das ist leider gut. Hast gefailt. Ja. Wir rennen einfach mal einer Oktopus hinterher. Wie ging das jetzt nochmal? Muss ich einen Bumerang draufwerfen, ne? Ich weiß nicht. Hier wartet ein Kozokto. Gib ihm mit dem Boomerang eins auf die Nase und attackiere sein Hinterteil. Zack! Jetzt wäre er down. Stopp. Moment. Er ist wieder schnell vom Dach gefallen. Da hörst du richtig. Hör mal auf zu schreiben, das hört man voll laut. Im Video. Ups. Ich weiß jetzt schon, dass sowieso bald eine ganze Folge drauf gehen wird wegen dem. Ja, egal. Was soll ich denn dann nachsehen? Was? Du Homo! Oh Mann! Oh, wie ich das hasse. Ich glaube, enger kann man das Ding hier gar nicht nehmen. So, jetzt kriegst du eins voll auf die Nüsse. Ja, das ging ja eigentlich noch recht zügig, muss ich sagen. So, gib mir deine drei Herzen. Schön. So, wo ist jetzt die olle Schnepfe hin? Schön, ich krieg jetzt Nüsse. Weißt du, jetzt krieg ich Nüsse. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauch. Geh weg. Geh weg. Oh, da steht einer Gothic. Zack. Seh ich im Was Sinn. War denn das jetzt? Wie ekelhaft die Dinger doch sind. Wie die rumwackeln, lol. Kann man die nicht angucken? Bitte nicht. Warum? Sonst muss ich wieder lesen. Eine Aufnahme. Oh Gott. Kann man sich auch jetzt ziemlich viele verkehrte Sachen drüber denken. Okay, jetzt wird getrickst. Jetzt fahren wir mit dieser Plattform nach unten. Frag mich bitte nicht, wie sowas im Fisch gehen kann. Wir sind ja immer noch im Inneren eines Fisches, ne? Und ich finde, Lord Jabu Jabu sieht zwar schon etwas komisch aus. Und ich finde das auch voll lustig, dass so eine Holzkiste, die sich total leer anhört, so zuerst wie Link. Oh, wir nähern uns dem Ende. Entschuldigung, jetzt aber. Ich muss mal kurz mit dem Stuhl knarzen, ich mute mich mal. Jo. Im allerersten Part hört man ja deinen Stuhl. Und jetzt geht er mir hier hoch.
Wir sind fast fertig mit dem Dungeon. Dann gehe ich AFK. Also, ja. Mann, das musst du überlegen. Ich nehme jetzt auf. Für die Zuschauer wird es keine Ahnung wann sein. Für uns ist es jetzt im Moment. Und was ist das? Hinter dieser Wand befindet sich ein... Aber mir leckt's gerade. Ja? Hm? Viel? Bei mir steht gerade, hinter dieser Wand befindet sich ein S. Ja. Ja. Das heißt, es hat sich aufgehangen. Ja. Moment, das regeln wir mal eben. Und weiter geht's. Ja, die Skype-Übertragung hat sich gerade aufgehangen. Lul. Und ich lass die Maus drin, weil das Mikro sich immer... Oh, ist schon Boss-Time. Wow. Nice. Gleich wusste ich gar nicht. Was ist denn das? Normalerweise glitzert, leuchtet das golden und nicht silber. Ach, scheißegal, ich konnte das auch nicht lesen. Eine Riesenqualle-Marinade. Benutze erst dein Boomerang, um die Riesenqualle zu betäuben und schlage dann mit dem Schwert zu. Wie das aussieht, ey. Oh Gott, geh weg. Bring. Wie soll ich denn das Ding treffen? Friss! Friss Nüsse! Nüsse in your face! Wie soll das gehen? Ach so! Also das heißt mit Glück draufwerfen. Ich muss sagen. Ah! Aua. Oh, ich glaube, ich muss jetzt schon weg. Jo. Nein, zu kurz vorm Ende. Oh Gott. Friss. So. Jetzt aber schön zügig machen. So, ich muss eben unterbrechen, Moment. So Leute, total erschöpft. Geht's jetzt weiter? Dennis? Mhm. Oh. Es ist kalt, ich renne ein T-Shirt raus. Warum? Waldschnittlauch. So, sorry Leute, ich muss die da unterbrechen. Ist gerade einer aus Versehen ins Zimmer reingekommen. Oh, Moment. Jetzt seht ihr erstmal, wie ich Epicness halber den Ton lauter mache. Das lasse ich jetzt einfach mal drin. So. Ja genau, schlag mich. Spritz mich ab. Jetzt stirb! Stirb! Ih, das sieht eklig aus. Bah! Und was kriegen wir? Ein Herzcontainer. Blub, 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 blub. 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 Oh nein, da ist die Schnöpfe. Hi, Luna. Du bist spät dran. Warum hat es so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Mimi. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt.
Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Ja, endlich geschafft nach einer guten halben Stunde. Überleg mal, das sind jetzt 3 Folgen, ne? Mhm. Bah! Juhu. Okay, sie kommt auch ins Wasser. Oh, sie geht ganz hart ran. Dennis. Hey du, du bist cool. Ein bisschen mehr als andere. Aber nur ein bisschen. Ja, hopp. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Ich möchte den heiligen Stein eigentlich nicht. Du sprichst vom heiligen Stein des Wassers. Heiligen Kondom des Wassers? Dem Sora-Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Zoras. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora-Saphir. Oh, wie episch. Das sind sogar 3. Noch schöner. Der Zora-Saphir. Von den Zoras wurde dir dieses heilige Kondom des Wassers übergeben. Prinzessin Roto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die 3 heiligen Steine. Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Dennis. Wieso? Was steht denn da? Das ist bloß nichts. Das ist noch von dir. Achso, sag bloß nichts, meine Daddy. Doch, da gehe ich jetzt extra nochmal zurück. So, Leute. Wie wir. Ich schwimme noch an Land. Das kann man ja nicht eine Folge beenden. In Suff, in den ganzen Süff da. Das ist Gesüff, geht doch nicht. So. Und ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns dann bei der Zugbrücke wieder. Weil ich muss da jetzt eh hin und dann. Ach nee. Nee, da laufen wir zusammen hin. Also, bis zur nächsten Folge, Leute. Tüdelü. Tüdelü.